So, meine lieben Leute, wir sind wieder zurück bei Secret of... Genau, ist klar. Bei Secret of Time. Nein. Illusion of Time natürlich. Und wir fangen an mit dem ersten richtigen Dungeon. Das Larai-Riff. Am Larai-Riff weht ein fürchterlicher Wind. Offensichtlich haben die Alten damit den Atem der Geister gemeint. Dies ist das Riff, an dem kein Wind weht. Ich spüre die Magie. Ja, alles klar. Ich spüre auch die Magie. Gut, dann wollen wir mal. Eins meiner Lieblingslevel. Ich brauche meine Musik ins Level. So. Ich hoffe auch, dass ich das jetzt mit dem Bild hingekriegt habe, dass das Bild ein bisschen größer ist. Denn, wie ich später gesehen habe, ist das mir ziemlich klein gewesen. Was daran lag, dass ich bei Fraps Half-Size Resolution eingestellt hätte. Ups. Und deswegen war das alles ein bisschen klein. Und ja. Habe ich jetzt aber wieder auf Full-Size gestellt. Ich hoffe, das Bild ist jetzt ein bisschen größer. Naja. Wenn nicht, dann Pech hier habt. Okay, das war fies. So, wie immer machen wir alle Gegner tot. Denn, ja. Ist besser. So, hier müssen wir... Genau. Hier müssen wir so ein Steinchen einsetzen. Falls ihr im Hintergrund übrigens so ein leichtes Rauschen hört, liegt einmal ein Ventilator. Denn hier ist es unglaublich warm drin. Trotz geöffneten Fenstern. Also, ja, jetzt ist es lieber offen, damit die Umgebungsgeräusche nicht stören. Aber... Ihr versteht schon, wie ich das meine. Gut, also da kommen wir nicht durch. Gehen wir mal in den nächsten Raum. Hier gibt es wieder unsere schönen Raupen. Okay. Nur diesmal ein bisschen stärker noch. Ja, die Kommentare auf die ersten Parts waren sehr positiv. Finde ich sehr gut. Da habe ich mich gefreut, dass ich das gelesen habe. Und ich hoffe, ihr verfolgt auch weiterhin dieses Let's Play. Ja, aber ich denke mal schon. So. Dieses Dungeon ist noch harmlos im Vergleich zu den Dungeons, die später noch uns warten. Wo es mir jetzt schon graust. Naja, so, da können wir noch nicht rüber. Da unten sieht man schon, es geht noch weiter nach unten, noch eine weitere Ebene. Das ist ganz cool, dass man das... Wow, da war noch einer. Hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Au, okay. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Scoozy. Scoozy. So, und wir kriegen zum Glück Lebensenergie. Was jetzt ganz passend ist. So. Du hast einen diamantenförmigen blauen Stein gefunden. Tja, wo kann der wohl reinpassen? Ja, das ist natürlich wahnsinnig schwer zu erraten. Deswegen speichere ich gerade mal. Wie war das noch? F2 speichern, ne? Ja. Gut. Nicht, dass ich hier wieder lade und dann wieder alles von vorne machen muss. Das ist ja irgendwie schön. Wird mir bestimmt noch passieren, aber ja. Das war meine eigene Schuld. So. Ups. Schon können wir rüber. Sind das erste Mal im Außenbereich des Levels. Und hier könnten wir runterspringen. Machen wir auch gleich. Aber erst will ich mir das hier alles nochmal angucken. Wüsste mal gerne, was das hier für Viecher sind. Sand.
Dämonen oder so. Oh. Ich habe mich das nicht getroffen, das war knapp. So, bin mir ziemlich sicher, dass es hier nur zum Eingang der Ruinen geht. Gut. Ja, okay. Zu spät. Ups, aufpassen. So. Bloß nichts riskieren hier. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt hin müssen schon. Oder ob wir erst woanders hätten hin müssen. Aber egal. Man kann es ja mal ausprobieren. Außerdem kriegen wir hier ein bisschen Stärke. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Was sind wir denn hier? Ups, die sind eklig. Wenn auch nicht sehr stark, aber trotzdem nervig. Weil die immer verschwinden. Und dann, ne? Ja. Hier brauchen wir noch gar nicht runterrennen, denn kennen wir noch nicht. Oh oh. Ich werde ein bisschen eingekreist hier gerade. Ah, hier gehe ich doch nicht hin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da auch noch nicht hin muss. Den können wir nicht erwischen. Gut, dann muss ich da wohl hin. Dafür brauchen wir nämlich den Frieden. Den Frieden. Den Cross and Frieden. So, was gibt's hier hinten? Nichts. Nur noch mehr Magen. So, diese Skelette verraten einem Hinweise. Witzig, oder? Was sagt der hier? Die Statue und verschiebe sie. Ja, nee, ist da. Okay, machen wir. Ist Geborgenschaft. Muss nicht zu nah rangehen, denn sonst wachen die zum Leben, glaube ich. Das wäre nicht gut. Ja. Man darf mich leider nicht ran. So. Aber nichts, wollte mich nur noch mal vergewissern. Und eine Etage tiefer. Ich glaube, da ist unser komischer Frieden-Typ. Ah, okay. Jetzt haben wir gerade den Stein auf die Leiche fallen lassen. Normalerweise flüstert er auch irgendwas, glaube ich, aber irgendwie. Heute hat er wohl keine Lust. Ups.
da ist unser Portal. Ich werde aber erst alle Gegner erledigen. Sind wir uns hier, oder? Au. Okay, das war unfair. Hier noch Feines. Ja, genau, der komische Steinkopf pfeift ein Lied. Du hast die Melodie des Windes erlernt. Jawohl. Die brauchen wir auch. Sonst geht's nicht weiter. Ja, und jetzt können wir uns in den Frieden verwandeln. Und den Gegner besiegen, den wir nicht erreichen konnten. Jupp. Oh, witzig, wir können doch den Emulator beschleunigen. Das ist ja schön. So. Rennen, wie ging das nochmal? Genau so. Ist ja umständlich. Ich meine, wir können jetzt auch die Statuen zum Leben erwecken und umbringen. Naja, der kann ja das gar nicht abwehren. Oder übrigens auch nicht. Jedenfalls nicht diese Art von Angriff. Habe ich nur vergessen. Aua! Jetzt aber langsam hier. Hoffentlich geben die Lebensenergie. Könnte ich gebrauchen. Ups. Meine Güte. So. Hä, was? Ich habe nichts gekriegt? Toll. Weil die wahrscheinlich nicht als reguläre Gegner zählen. Super. Egal. Ich war am überlegen, ob es da unten noch was gab. Ja, ein paar Gegner gibt es hier noch. Glaube ich jedenfalls. Komme ich da gar nicht hin. Ne, komme ich da gar nicht hin. Muss ich noch nicht.